Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin Leupold, Leopold, sehr geehrter Herr Prodekan Steiger, sehr geehrter Herr Richter, sehr geehrter Dr. Kahler, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte mich im Namen des Clarindé-Konsortiums für die freundlichen und sehr kenntnisreichen Grußworte und vor allem für die großzügige und großartige Unterstützung dieser Veranstaltung durch die Universität Hamburg sehr herzlich bedanken. Dem BMBF danke ich für die langjährige Förderung unserer Initiative und Ihnen, lieber Herr Kahler, für Ihr persönliches Engagement für die digitalen Geisteswissenschaften in Deutschland und in Europa. Ihr Vortrag hat mir eine Gedächtnislücke schließen helfen, indem Sie vom Jahr 2009 gesprochen haben. Das war der erste Kontakt mit Ihnen persönlich, aber ich weiß, dass Sie auch schon davor mit diesem Thema unterwegs waren, und das ist für die digitalen Geisteswissenschaften in Deutschland eine große Hilfe gewesen. Dafür vielen Dank. Ich möchte in die Thematik der heutigen Veranstaltung mit einem Zitat von Olaf Scholz beginnen. Mit seinem Aufruf, die Digitalisierung aller Lebensbereiche nicht als Bedrohung, sondern als Chance zu begreifen, trifft Bürgermeister Scholz die Zielsetzung unserer Veranstaltung außerordentlich gut. Wenn er von der Digitalisierung aller Lebensbereiche spricht, dann schließt dies natürlich die Digitalisierung von Kultur und Wissen mit ein, und darauf haben Sie, Herr Richter, schon hingewiesen. Und damit natürlich auch Forschung und Lehre als die klassischen Aufgaben einer Universität, nicht nur in Hamburg, aber wie aus den Grußworten schon deutlich geworden ist, besonders auch in Hamburg. Ich finde es deswegen besonders erfreulich, dass eine hochschulübergreifende Digitalisierungsstrategie eine wichtige Komponente dieses Hamburger Langzeitvorhabens Digitale Stadt darstellt. Der Einsatz digitaler Methoden hat in vielen Wissenschaftsbereichen, etwa bei der Entschlüsselung des menschlichen Genoms oder auch bei der Computersimulation von Klimamodellen, bereits große Fortschritte ermöglicht. Auch in den Geistes- und Sozialwissenschaften haben sich digitale Methoden inzwischen fest etabliert. Darauf haben Sie, Herr Kahler, schon hingewiesen. Und werden hier mit den Begriffen digitale Geisteswissenschaften oder im englischsprachigen Raum mit den Bezeichnungen Digital Humanities oder E-Humanities identifiziert. Die visuelle Metapher auf dem Plakat für das CA3-Forum soll diesen fließenden Übergang vom Buch als einem klassischen Medium geisteswissenschaftlicher Forschung zum Rechner veranschaulichen, auf dem Publikationen und Forschungsdaten nun in digitaler Form verfügbar und recherchierbar werden. Dieser Umbruch erweitert zugleich unser Verständnis dessen, was für geisteswissenschaftliche Forschung und Lehre an Infrastrukturen notwendig ist. Neben Bibliotheken und Archiven als klassischen Institutionen geisteswissenschaftlicher Infrastruktur sind die fächerübergreifenden Dienste von Rechenzentren getreten, und an meiner Universität sind Bibliothek und Rechenzentrum sogar zu einer einzelnen wissensunterstützenden Einheit verschmolzen. Als dritter Infrastrukturpfeiler hat sich in den Geisteswissenschaften in den letzten 10 Jahren, aber in anderen Wissenschaftsbereichen schon deutlich vorher, ein dritter Infrastrukturpfeiler etabliert, und dies mit gutem Recht. Denn solche Initiativen stellen fachspezifische digitale Dienste und Ressourcen zur Verfügung. Und sie sind deshalb entstanden, weil Bibliotheken und Rechenzentren von ihrem Auftrag her primär generische Infrastrukturangebote zur Verfügung stellen.
Durch die Digitalisierung ergibt sich dazu komplementär eben ein steigender Bedarf an fachspezifischer Informationsversorgung, der nun durch fachnahe Forschungsinfrastrukturen wahrgenommen wird. Und deswegen hat eben Ihr Kollege Herr Steiger nicht recht behalten, dass Bibliotheken schon in diesem Jahrzehnt abgeschafft werden. Ich glaube, es geht um Komplementarität und gegenseitiges Unterstützen, wie wir dies mit unserem Leitmotiv für die Veranstaltung haben, versuchen deutlich zu machen. Die Praxis der digitalen Geisteswissenschaft ist nicht nur eine nationale Aufgabe, sondern eine Aufgabe, die über politische Grenzen hinausgeht. Das hat die Europäische Kommission bereits sehr frühzeitig erkannt und hat die Etablierung von Forschungsinfrastrukturen in allen Wissenschaftsbereichen durch eigene Förderprogramme, durch Rechtsformen, spezielle Rechtsformen zum Teil, und die fortlaufende Aktualisierung einer Roadmap für den Aufbau von Forschungsinfrastrukturen in Europa wesentlich befördert. Dies war insofern vorausschauend, als natürlich auf anderen Kontinenten eine Konzentration derartiger Angebote, dies wurde in den Grußworten auch schon deutlich, stattgefunden hat und es letztendlich auch darum geht, in Wissenschafts- und Kulturbereichen in Europa eine gewisse Eigenständigkeit nicht zu verlieren. In den Geisteswissenschaften haben sich mit Clarin und Daria zwei paneuropäische Initiativen etablieren können, denen inzwischen auch eine beachtliche Anzahl von europäischen Ländern als Mitglieder beigetreten sind. Das Forum CA3 wird vom Clarin-Projekt ausgerichtet. Vertreterinnen und Vertreter des Daria-Projekts nehmen aber ebenfalls am Forum teil und stellen sich heute Nachmittag mit einem eigenen Beitrag in der Poster-Session vor. Ich möchte deswegen die Kolleginnen und Kollegen von Daria, mit denen wir besonders eng, gerade auch in Fragen auf die Institutionalisierung und Verstetigung von Infrastrukturen zusammenarbeiten, an dieser Stelle noch mal ganz herzlich begrüßen. Clarin ist die Abkürzung für Common Languages, Resources and Technology Infrastructure und konzentriert sich in seiner Arbeit auf die Bereitstellung von digitalen Sprachressourcen und Verarbeitungswerkzeugen zum Auffinden, zur Analyse und zur Archivierung von Sprachdaten. Daria und Clarin wurden bereits sehr frühzeitig in die Roadmap für die Entwicklung von Forschungsinfrastrukturen in Europa aufgenommen. Nach dieser Roadmap schließt Clarin die Implementierungsphase seiner Infrastruktur in diesem Jahr ab. Und deswegen ist es eben auch eine Funktion des heutigen und morgigen Forums, die Sprachressourcen und die Werkzeuge der Clarin-Infrastruktur, die jetzt schon zur Verfügung stehen, hier vorzustellen. Und dies geschieht sowohl in diesem Überblicksvortrag, allerdings vor allem natürlich anhand von Folien, aber vor allem heute Nachmittag in der Hands-on-Session und auch morgen früh dann eher praktisch. Die internationale Kooperation spielt in den Digital Humanities eine zentrale Rolle und sie stellt auch bei diesem Forum ein wichtiges Thema dar. Professor Simone Lessig, die Leiterin des Historischen Instituts in Washington D.C., wird in ihrer Keynote später heute Morgen am Beispiel der Geschichtswissenschaften näher betrachten, wie sich Digital Humanities auch aus transatlantischer Perspektive konkretisieren und praktisch umsetzen lässt. Clarin ist eine europäische Infrastruktur mit gegenwärtig 18 Mitgliedsländern. Wir freuen uns besonders, dass wir mit Professor Franziska de Jong als Executive Director vom Clarin ERIC, das ist die der europäische Zusammenschluss aller Clarin-Initiativen auf nationalen Ebenen, Frau Professor de Jong für eine Keynote-Präsentation gewinnen konnten. Wir werden deswegen morgen früh
von ihr besonders die europäische Dimension von Klaring noch im Einzelnen vorgestellt bekommen. Auch dafür schon jetzt mein herzlicher Dank. Klaring besteht in Europa zurzeit aus einem Verbund von 33 Daten- und Knowledge-Centern. 9 dieser Klaring-Zentren sind im Klaring-D-Verbund organisiert. Sie sind an Instituten der Max-Planck-Gesellschaft, der Leibniz-Gemeinschaft, der Berlin-Brandenburgischen Akademie und an 6 Universitäten angesiedelt, bei denen die Digital Humanities einen wichtigen Schwerpunkt in Forschung und Lehre bilden. Es sind im Einzelnen das Max-Planck-Institut für Psycholinguistik in Nijmegen, das Institut für deutsche Sprache in Mannheim, das Zentrum Sprache an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und Klaring-Zentren an den Universitäten Hamburg, Leipzig, der Universität des Saarlandes, der Universität Stuttgart, der Universität München, der LMU und der Universität Tübingen. Außerdem arbeiten die Klaring-Zentren in Fragen der technischen Infrastruktur kontinuierlich und eng mit 3 überregionalen Rechenzentren zusammen, dem Jülich Supercomputing Center, der Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung, der GWDG in Göttingen und der Max-Planck Computing and Data Facility in Garching. Besonders wichtig für Klaring und den Aufbau der Forschungsinfrastruktur ist die Zusammenarbeit und der wissenschaftliche Austausch mit über 200 Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftlern aus ganz Deutschland, die in insgesamt 10 Klaring-D sogenannten Facharbeitsgruppen organisiert sind. Diese Facharbeitsgruppen erstrecken sich auf die Einzelphilologien, die Sozial- und Politikwissenschaften, die Geschichtswissenschaften, die Kognitionswissenschaften und natürlich auch auf die Linguistik. Die Facharbeitsgruppen haben den Aufbau der Klaring-D-Infrastruktur wesentlich mitgestaltet und haben in sogenannten Kurationsprojekten eigene Schwerpunkte gesetzt. Kurationsprojekte, in denen Sie bestehende und neue Sprachressourcen, die Sie für Ihre Disziplin für besonders wichtig erachtet haben, in die Klaring-Infrastruktur integriert haben. Die Angebote der Klaring-D-Infrastruktur beziehen sich primär auf die Forschung in den digitalen Geistes- und Sozialwissenschaften, schließen aber die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, die universitäre Lehre, ja auch die Schulausbildung ausdrücklich mit ein. Ich freue mich deswegen besonders, dass Klaring-D nunmehr fester Kooperationspartner der jährlich in Leipzig stattfindenden European Summer University in Digital Humanities ist. Sie finden übrigens in den Tagungsmappen dazu nähere Informationen. Bitte weisen Sie Ihre Studierenden auf diese sehr, sehr schöne und mit großem Engagement von Frau Kollegin Elisabeth Buhr organisierte Sommerschule hin. Es gibt dort Stipendien und für die diesjährige Sommerschule ist die Bewerbungsfrist noch nicht verstrichen. Das Potenzial von digitalen Ressourcen für die universitäre Lehre und für den Schulunterricht wird heute Nachmittag mit der Keynote von Professor Angelika Storrer und in den Plenumsvorträgen von Professor Bührig und Professor Redder ausführlich erörtert werden. Die Klaring-Infrastruktur bietet Ressourcen und Dienste an, die sich, wie schon mehrfach erwähnt, in 3 Bereiche gliedern und diese sollen nun in 3 Kurzvorträgen von den Kollegen Geiken, Gloning und Trippel vorgestellt werden. Diese 3 Servicebereiche beginnen nicht ganz zufällig alle mit dem Buchstaben A. Zusammen mit dem Buchstaben C für Klaring fügen sie sich zum Akronym CA3 als dem zugegebenermaßen etwas hermetisch daherkommenden Titel für unser Forum zusammen.
Wir haben genau einen solchen etwas schwer zu aufzulösenden Titel gefunden, um Sie auf diese Veranstaltung neugierig zu machen. Wir freuen uns sehr, dass uns das gelungen ist. Ich gebe deswegen nun ab an Alexander Geiken vom Zentrum Sprache, der Ihnen den Servicebereich Auffinden von Sprachressourcen in Klaring vorstellen wird.